So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 16, der Karrieremodus mit RB Leipzig. Mein Name ist David, ich begrüße euch recht herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was machen wir heute in der Folge? Heute gibt es also Spielerentwicklung, da werden wir uns heute mal ein bisschen drum kümmern. Und die Transfers, denn die Kommentare waren eindeutig, wir sollen versuchen, Thielemans zu verpflichten. So, dann schauen wir mal rein. Thielemans zum Vertragsangebot. So, wir machen mal 20.000, 5% für eine Torprämie und 4 Jahre. Das senden wir mal ab. Und dann wollten wir noch, und zwar, lass mich überlegen, einen neuen Spieler noch in der Innenverteidigung holen. Da muss ich jetzt mal kurz gucken. Ich weiß den Namen jetzt nicht. Der spielt aber bei Schalke, glaube ich. Moment. So. Schalten wir mal schnell zu Schalke rüber. Na, Schalke. Ach, da hinten sind die gelistet. Genau. Kaan Ayhan. Den sollten wir auch noch verpflichten. Wir geben mal 2 Millionen ab. So. Dann haben wir das auch schon mal fertig. Gut, und dann gehen wir auch direkt mal ins Spielertraining. Zur Spielerentwicklung. Ich habe mich damit schon ein bisschen beschäftigt. Und zwar als erstes nehmen wir mal Yusuf Poulsen. Im Dribbling, im Parcours leicht. Dann nehmen wir nochmal Poulsen und Schüsse, Lupfer, ja, wir probieren mal Lupfer noch. So, dann nehmen wir noch Khedira, zeigt natürlich großes Potenzial, und zwar nehmen wir mal Gretchen. Moment, dann nehmen wir am besten nochmal. Ne, wir nehmen mal einen Innenverteidiger, Nukan. So, was hatte ich mir da rausgesucht? Und zwar nehmen wir da auch mal Gretchen. Und dann nehmen wir mal noch Torhüter. Und dann nehmen wir mal Abwürfe, Abschläge. Da hätten wir unsere erste Trainingseinheit. Die sollten wir ja hinbekommen. Das sollte ja kein Problem sein mit dem Parcours. Da stelle ich mich ein bisschen glatt an, ganz ehrlich. Wie gesagt, ich bin da nicht der Beste drin. Aber wir versuchen es hier so gut wie möglich natürlich zu absolvieren, damit wir möglichst viele Punkte kriegen, damit sich die Spieler relativ schnell weiterentwickeln. So, der erste Teil ist schon mal geschafft. Mit Poulsen. Ah, nicht hinfallen, nicht hinfallen. Das ist immer so ein kleines Problem. Ja, genau. Warum auch immer. Der jetzt das da abgebrochen hat. Anscheinend war ich da schon wieder aus der Zone raus. Nicht hinfallen. So, rum da. Da gab es keine Punkte für. Sieht ganz gut aus. Ja. So, jetzt vorne weg. Vorne weg. Vorne weg. Vorne weg. Vorne weg. Und geschafft. Gut gemacht. Das haben wir also abgeschlossen auf gut gemacht. Nur nicht exzellent, aber gut gemacht. So, Yusuf Poulsen. Überwinde den Torwart per Lupfer. L1 halten und Kreis für Lupfen. Gut, dann werden wir das mal mit Yusuf Poulsen probieren. Schussgenauigkeit und Schusskraft, das könnten wir eventuell auch noch trainieren. So, komm raus. Lupfer, und den hat er schon mal. Den hat er nicht. Gut, so, rüber. Ah, da kommt er ran, aber lenkt ihn noch ins
aus. Da kommt er nicht ran. Na, wird das was? Das wird was. Das sieht gut aus. Bonuspunkte auch wieder gut gemacht. Sollte ich das nochmal probieren? Ich probiere es nochmal. Das lief ganz gut zum Schluss. Aber das erste Mal wieder nicht. Okay. So, jetzt. Der passt. Der passt auch. Ein bisschen mehr Druck. Und der passt auch. Gut. Wird das exzellent? Das wird exzellent. Genau so wollte ich das. Nächste Einheit also. Grätschen mit Khedira. Spieler bewegen mit dem linken Stick und Vierecke fürs Grätschen. Ja, ich habe da ein bisschen rumgeguckt. Erstmal so die leichten Übungen, damit wir da reinkommen. So, und zack, die haben wir. Das sind 1000 Punkte. Da haben wir 4 Gegenspieler, die wir hier vom Ball trennen müssen. Nein, da habe ich schon den ersten versagt. So, den kriegen wir hin. Aber das werden wir nochmal machen. Ich möchte hier alle 4 vom Ball trennen. So ist das nämlich nur eine gute Arbeit. Und so würden wir auf exzellent kommen. So, erster Versuch haben wir. Dominik Kaiser. Oh, 500 Punkte nur. Den habe ich da zu zeitig wahrscheinlich getroffen. Den haben wir da einfach mal vom komplett abgeräumt. So knapp. Wir wollen das noch exzellent, also nehmen wir noch den nächsten Versuch mit. So, und zack, 1000. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen hier bei Kaiser. Den haben wir mit 1000. Oh, jetzt kommt er da hinten. Den haben wir auch. Und den hier unten noch einmal Forsberg mit 1000. Dann haben wir 4000 und das Ganze ist exzellent. Nächste Einheit. Nun kann das gleiche nochmal. So, Grätschen hat er 70 und taktisches Verständnis hat er 67. Da könnten wir vielleicht auch noch was machen, wenn es dafür eine Übung gibt. Müssen wir mal durchschauen. Aber wie gesagt, das machen wir erstmal hier nochmal. Versuchen wir hier nochmal das Ganze exzellent zu klären. Nukan mit 1000. Kaiser mit 1000. So, der da hinten. Haben wir auch mit 1000. Und hier vorne noch Forsberg mit 1000. Auch auf exzellent. So habe ich mir das vorgestellt. Nächste Trainingseinheit. Abwürfe und Abschläge. Das hatte ich vorhin auch schon mal probiert. Da habe ich das Ganze voll verrissen. So, mal gucken. Vielleicht kriege ich das jetzt ein bisschen besser hin. So, hier fahren vorne noch Wände mit. Und hier können wir direkt werfen. Der passt. So, hier müssen wir kurz einen Moment warten. Den können wir jetzt werfen. Der passt auch. Da müssen wir hinten aufpassen. Da sind Spieler im Weg und den habe ich schon mal verkackt. Geradezu. Passt der? Der passt. Nicht ganz so dolle. Passt auch. Und der sollte auch passen. Wunderbar. Bonuspunkte. Exzellent. Perfekt. Ergebnis ansehen. Schauen wir mal. Wir haben beim Dribbling-Parcours mit Pausen eine B-Note geholt. Lupfer mit Pausen. Eine A-Note. Grätschen mit Khedira A. Grätschen mit Nukan A. Und Abwürfe A. Wie gesagt, das war jetzt erstmal alles auf leicht. So, Transfers-Angebot haben wir abgegeben. Wir simulieren mal vor. Angebot akzeptiert. Juri Tielemans, der wechselt also. Wunderbar. Neuverpflichtung Juri Tielemans. So, dann werden wir uns mal hier um unsere Aufstellung kümmern. Kalmar nehmen wir mal raus. Tielemans kommt mal für Dämme rein. Gut, so. Der trainierte Spieler ist Nukan in der Innenverteidigung. Wo haben wir ihn? Hier. Den nehmen wir mit für Klostermann. Paulsen spielt natürlich auch. Selke geht als ZOM ins Spiel.
Bruno, Forsberg, Tielemans, Kaiser, Orban, Teigl, Nukan, Halstenberg und Coltorti tauschen wir mal aus gegen Kulasi. So, Coltorti ist natürlich auch schon im Alter drin und Kulasi, ich weiß gar nicht, wie alt ist Kulasi, 25. Den werden wir uns noch ein bisschen hochtrainieren. Nukan, Tielemans, Paulsen, ja, das sind so unsere ersten Spieler, um die wir uns ein bisschen kümmern werden. Wir können das Ganze individuell ein bisschen betrachten und dann schauen wir mal rein. So, die erste Verpflichtung ist also getätigt. Dann simulieren wir mal weiter vor. Aktuelles aus Spanien interessiert uns ja erstmal nicht. So, Schalke akzeptiert erstmal das Angebot und der will natürlich viel Geld haben. Und da habe ich mir überlegt, da werden wir unsere Budgets mal ein bisschen zuweisen. 10 Millionen hätten wir denn noch im Transferbudget. Und zwar gehen wir hier in die Verhandlung rein. Der möchte 25.000, 5% ohne Gegentor, 4 Jahre. So werden wir das mal abgeben. Aktuell ist aus Spanien, interessiert uns ja momentan nicht. So, 3 Tage müssen wir noch warten, bis wir wieder das individuelle Spielerentwicklungstraining machen können. So. Genau, was haben wir hier? Aktuelles aus Deutschland. Okay, so, nächstes individuelles Spielertraining. So, wir haben natürlich Tielemans verpflichtet und den werden wir auch direkt mal trainieren. Dribbling-Parcours Mittel. Tempo-Dribbling, Rennen mit Spielerfigur. Das nehmen wir mal rein. Dann Tielemans bekommt auf jeden Fall Pässe, Steilpässe. Wir gehen jetzt mal auf Tielemans nur, gucken, was wir noch alles machen können. Bereit, schwer, mittel, Defensive, Dribbling, haben wir noch Dribbling ist schon alles verbraucht, Abwehr, passen, trainierte Attribute, bereit. Ecken reinbringen, Flanken verwerten, perfekte Vorlage, Schussgenauigkeit, Lupfer, Chancenverarbeitung, Fernschüsse, Standards. Also ich würde ja mal probieren, ein paar Standards zu machen. Wir machen mal, was machen wir denn mal? Gelupfter Elfmeter, verzögerter Elfmeter oder Freistoßgrundlage. Wir nehmen mal Freistoßgrundlagen noch dazu. Was haben wir noch? Können wir noch irgendwas mit Tielemans machen? Bereit, Zweikämpfe, Mittel, 2 gegen 2, schwer. Wir versuchen mal hier Zweikampf. Stelle Gegner per fairen Zweikampf und verhindere, dass sie die gelbe Linie überqueren. Erfolgreiche und gute Timingkämpfe werden belohnt. So werden wir das mal probieren. Und die letzte Übung wird dann für unseren Torhüter wieder sein. Elfmeter parieren versuchen wir mal. Und dann beginnen wir auch mal dieses Training. Dribbling-Parcours auf Mittel für Tielemans. Sprinten ist natürlich jetzt mit bei. Schauen wir mal. Starten wir mal hier durch. So, los geht's. Wir sind erstmal noch vorne weg. Macht doch gut bis jetzt. Macht doch ganz gut bis jetzt. Das sieht gut aus. Wunderbar. So, jetzt müssen wir hier durch. Auch gut. So, Sprinte. Schön vorgelegt. Perfekt. Nimm die mit. Ah, perfekt. Wunderbar. Also das muss ja exzellent sein. Das hat ja wunderbar geklappt. Nächste Einheit. So, Tielemans und zwar Steilpässe.
Steilpass mit Dreieck, Übersicht 78, Passspiel 77. Also Thielemans, der ist schon nicht schlecht. So, jetzt schauen wir mal. Das hatte ich auch schon mal probiert. Da habe ich das auch mal wieder total verkackt. So, einmal da durch. Ah, nicht ganz perfekt, aber okay. So, der nächste. Ah, der kommt gut. Trifft er den noch vorher? Ja, trifft er. Also das Timing muss ein bisschen später sein. Und zwar jetzt wird... Au, nee, so nicht. Das war nicht ganz so toll. Aber jetzt den letzten machen wir nochmal. Ja, perfekt. Und zack, durch. So knapp. Schade, da würde ich gern nochmal einen neuen Versuch starten, weil das hat ja ganz gut geklappt soweit. Pass, perfekt. Schuss, auch okay. Abschluss, können wir drüber reden. Ah, der kommt und der kommt auch gut. Weiter so, der nächste. Ah, die letzten zwei, die kommen nicht gut. Ah, der kommt und der kommt perfekt. Exzellent, genau so habe ich mir das vorgestellt. Nächste Einheit. Freistoß Grundlagen. Efe hat Thielemans 74, Weitschüsse 80 und Freistoßpräzision 74. Schießen und zielen. Gut. Kommt auch. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Oder ein bisschen höher. Der passt. Und jetzt oben links. Ja, passt auch. Wunderbar. Sollte doch exzellent sein, oder? Oder? Ja, exzellent. 11.267 Punkte. Also Thielemans, der ist schon da. Okay, so. Zweikämpfe. Taktisches Verständnis hat er nur 69. Das ist gelb-orange. Und fairer Zweikampf mit Kreis. So, das können wir noch ein bisschen hier probieren, ob wir das hier besser hinkriegen. So, wo sind wir? Wir sind in der Mitte. So, der kommt einzeln gelaufen. Okay. Ah, den habe ich. Ah, den habe ich. Den habe ich. Ah, den habe ich nicht. Ah, den... Au, den habe ich noch gekriegt, bevor er über der Linie ist. Au. Nee, den habe ich nicht. Den habe ich nicht. Ah, den habe ich auch nicht. Den habe ich. Das ist gute Arbeit, aber das werden wir nochmal versuchen. Ah, nicht doch. Nee, nee. So. So. Das machen wir noch einmal. Zwei Versuche haben wir noch. Den haben wir. Oh, jetzt schnell dahin. Den haben wir. Pausen. Oh, nee, 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 nee. Nee, Mist. Pausen haben wir nicht bekommen. Gute Arbeit. Ein Versuch nehme ich noch, den wir noch haben. Der muss passen. Oh, jetzt habe ich es verrissen. Schade. Warum ich auch immer das verrissen habe jetzt. So, 11 Meter parieren mit unserem Torhüter. Parade mit dem rechten Stick. Zielen und bewegen. Da schaue ich mal, was wir da so hinbekommen. In der Übung wird das uns erstmal noch angezeigt, wo er hinschießt. Bei FIFA 15 war der erste Schuss unten links, aber hier ist er mehr links. Den haben wir. So, die ersten zwei, drei Schüsse sollten, glaube ich, angezeigt werden. Und danach... Was? Ich bleib stehen und halte die Hände hoch. So, und jetzt... Ne, die ist noch da. Die Anzeige, wo er hinschießt. Er schießt mittig. Ne, der schießt nicht mittig. Den hat er noch... verzogen. Okay, jetzt ist es ohne. Wir sind bei exzellent momentan. Exzellent. Ah, den passt er nicht. Ah, komm, den einen, den halten wir noch. Den einen, den halten wir noch. Den einen, den halten wir noch nicht. Okay. Ach, wir haben ja noch einen. Haben wir jetzt gleich 0 Punkte. Eieieiei. Den gibt. Ah, ich habe es schon fast geahnt, dass er den mittig machen will. Gute Arbeit, aber wir versuchen das nochmal. So, der erste Schuss nach links, oder? Ne, nach oben. So, nochmal hier. Genau, nach oben drücken. So, der zweite Schuss, den will er wohin setzen? Unten. Den haben wir. Den nächsten Schuss. Wohin? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Den. Was? Was?
Was? Wieso schmeißt der sich? Oh, der wird rot. Der geht über das Tor. Da kriegen wir keine Punkte für, wenn der den drüber schießt. Ah, schade. Zwei kommen noch. Zwei kommen noch. Ah, den macht er wieder nach rechts. Jetzt geht er drüber, bekommen wir wieder 0 Punkte zusammen. Also einen Versuch machen wir da noch. Wir müssen hier am Anfang am besten alle halten, alle bekommen, damit wir... Was denn? So. Den haben wir. Sind wir erstmal wieder bei 0 Punkte. Das ist schon mal ein Anfang. So, der nächste. Wohin? Mittig? Nee, links, 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 den haben wir. Den haben wir auch. So, jetzt kommt das ganze Spiel wieder ohne. Da müssten wir mindestens einmal halten. Ah, Mist. Wäre ich fast stehen geblieben. Einen müssen wir halten. Einen müssen wir halten. Einen müssen wir halten. Den haben wir. 10.000 Punkte. Und haben wir den anderen auch noch? Den zieht er drüber. Perfekt. Das ist also exzellent. Im dritten Versuch haben wir das. Ergebnis ansehen. Ja gut, einmal mit Tillemans haben wir da ein bisschen verrissen. Aber okay, dann werden wir weiter vorsimulieren. So, Büro, Transferangebot abgelehnt, nicht zustimmen. Wir werden das mal ein bisschen verbessern hier. 30.000, 4 Jahre und weg. Hoffen, dass der uns auch noch verpflichtet wird. So, weiter simulieren. Weiter simulieren. Neues aus England, das uns ja nicht interessiert. Scouting-Abschluss zu Malcolm. Den können wir nicht verpflichten, da der verliehen ist. Habe ich das nicht gerade? Das habe ich doch schon verbessert, oder? Das habe ich doch schon verbessert. Am 24. sehe ich hier irgendwo das Datum. Welcher ist heute? Der 24. Das kann der nicht annehmen. Warum kann der das nicht annehmen? Ah, er will eine größere Rolle hier im Kader spielen. Aber wichtiger Stammspieler. Vielleicht lässt ihn das schon wechseln. Weiter mit der Simulation. So, da kommen wir eine E-Mail. Akzeptiert, er akzeptiert. Also wir nehmen das an, die zweite Verpflichtung. Also Ayhan. Und somit haben wir auch den nächsten Innenverteidiger geholt. So, der kommt mit für... Ja, für... Sebastian, Jung nehmen wir mit, Koltur, die nehmen wir mit, Kedira, Demme, Quaschner und Sabitzer. So, wir werden Ayhan noch ein bisschen trainieren, ein bisschen Spielzeit dann noch geben. Und dann könnte der auch langsam mal in die erste Mannschaft rutschen. So, jetzt ist die Frage... Wann geht's jetzt los hier mit der Liga? Kalender. Wir sind hier in dieser Woche und am 1. August war, glaube ich, das erste Spiel gegen den Paderborn. Genau. Jetzt weiß ich nicht, was passiert, wenn ich jetzt die Spieler nochmal trainiere. Geht die Fitness da runter oder nicht? Wir werden hier erstmal den Innenverteidiger, den wir gerade geholt haben, mal ein bisschen trainieren. Also als erstes machen wir mal den Grätschen. Zweikampf. Dann nehmen wir das Ganze nochmal für... Was braucht ihr denn noch? Pässe, Pässe, Timing von Pässen, Flügelwechsel.
Schuss, Kopfbälle, Volleys, Abwehr wird trainiert. Dann nehmen wir nochmal Tielemans und da versuchen wir uns nochmal. Und zwar, wo war das hier? Zweikampf da. Das probieren wir nochmal mit Tielemans. So, dann nehmen wir mal unseren Flügelspieler Forsberg. Der darf erstmal hier Tempo-Dribbling. Dann nehmen wir Paulsen nochmal. Der darf, was darf der? Kopfbälle und Volleys. Wäre das was? Schuss, nee, was hatten wir? Irgendwas habe ich gesehen. Schuss, irgendwas war mit Schuss. Machen wir hier Schuss. Und das letzte. Paulsen, vielleicht mal Tempo-Dribbling. Dribbling-Parcours leicht, Volley. Wir machen hier auch mal das Tempo-Dribbling noch. Und dann beginnen wir mal noch das Training. Individuelle Trainings abgearbeitet mit bestimmten Spielern. Und wir haben unsere Spieler verpflichtet. So, Ayhan hier erstmal beim Grätschen. Das erste hat er schon mal gemacht mit 1000. Das zweite hat er auch erledigt mit 1000. So, das dritte auch und den vierten holen wir uns auch noch. Wunderbar. Gut, exzellent. Nächste Einheit. Tielemans Zweikämpfe und das ist wieder der faire Zweikampf mit Kreis, wo die Jungs nicht über die gelbe Linie dürfen, das wir vorhin total verrissen haben. Okay, der nächste Versuch. Also, wer fängt an? Wer fängt an? Wer läuft als erstes? Forsberg. Den haben wir. Den haben wir nicht. Aber den haben wir auch nochmal. 3000. So knapp. Das lassen wir erstmal so stehen. Tempo-Dribbling Emil Forsberg. Dribbling sieht gut aus. Kontrolle sieht aus. Ausdauer sieht gut aus. Und Beweglichkeit sieht auch gut aus. So, wir haben einmal Sprinten dabei und Schießen. Okay, wir sind hier zu zweit. Wir sind oben. Ah, schon verkackt. Schon verkackt. Also nochmal. Wir sind vorne weg. Wir waren. So knapp, neuer Versuch. Wir nehmen gleich nochmal einen Versuch hier an. Nicht hängen bleiben. Was? Ich habe das gar nicht umgerissen. Ich war das nicht. Nein, da sind wir rausgerannt. So. Oh, jetzt hat er mir den Ball geholt. Nein, da haben wir das also verrissen. So, Yusuf Paulsen, Abschluss aus kürzester Distanz. So, also nach oben links müssen wir ihn schießen. So, der passt. Unten, der passt auch. Oben rechts. Oh, der hat nicht gepasst, nochmal. Oh, jetzt unten links. Der passt. Jetzt klingelt mein Telefon. Unten links, nochmal oben rechts bitte. So. Ja. Gut. Haben wir noch einen Versuch? Ne, noch einen Versuch haben wir nicht. Gute Arbeit. Das passt. Nächste Einheit. So. Dribbling-Parcours für Paulsen. Das ist, glaube ich, der erste, den wir vorhin hatten, wo wir schnell durchrennen mussten. Schauen wir mal. Ah ja, genau. Wo wir wieder oben durch müssten. Ja, rennen, mein Junge, rennen.
Gut, Bonuspunkte, gut gemacht. Ja, nicht exzellent, aber gut gemacht. Ergebnis ansehen, damit sind wir erstmal durch. Einmal wieder eine F-Note im Tempo-Dribbling für Forsberg. Ja, sonst A, C, B, F, B, B. Ist in Ordnung. Wir simulieren weiter vor. Dann endet die Folge also jetzt hier und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt gegen den SC Paderborn 07. Das erste Heimspiel. Ich sage ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Hey, I can't take it back, look where I'm at. We was OG like DOC, remember that. My TOC was quite OD, ID my facts. Now POV of you and me, similar Iraq. I don't hate you, but I hate to critique, overrate you. These beats of a dark cart use bass lines to replace you. Take time and erase you. Love don't hear no more, no, I don't fear no more. Better get respect and quite sincere no more.